Du hast nicht falsch war. So gehört das gemacht. Das genauso. Also jetzt war nicht mehr. Ja, hofft. 15. Okay. Und wie lieber ist der eine Woche holen? Ja. Wir sind hier im westlichen Weinviertel, im Bezirk Hollabrunn. Die Ortschaft heißt Guntersdorf und liegt im pannonischen Klimaraum von Österreich. Wir haben hier 400 bis 500 mm Niederschläge je Jahr. Die Niederschläge sind sehr ungleich verteilt, sodass wir die Niederschläge im Mai, Juni, Juli haben. Im Herbst ist meistens eine Trockenheit. Es ist auch keine durchgehende Schneedecke, sodass wir mit Auswinterungsschäden zu rechnen haben. Mein Betrieb hier ist 34 Hektar groß, samt Eigenbesitz und Pachtfläche. Ich bewirtschafte hier einen biologisch dynamischen Bauernhof und habe vor 1977 den Betrieb vom konventionellen Landbau auf den biologisch-dynamischen Landbau umgestellt. Hier im nördlichen Niederösterreich, im westlichen Weinviertel, 13 Kilometer an der tschechischen Grenze entfernt, gibt es weder Industrie noch Fremdenverkehr. Daher ist hier eine rein bäuerliche Struktur mit etwas Gewerbe vorhanden. In den letzten 80 Jahren gab es hier die größte Abwanderung Österreichs. Der Zug in die Stadt, in die 60 Kilometer entfernte Hauptstadt nach Wien, hat diese Landschaft geprägt. Hier in Guntersdorf gibt es derzeit noch 45 hauptberufliche Bauern und 360 Grundbesitzer. Das heißt, jeder hat die Hälfte bis zwei Drittel Pachtfläche. Das ergibt sich aus den Abwanderungen der letzten 100 Jahre. Es ist eine sehr klein strukturierte bäuerliche Landwirtschaft. Diese hätte die Möglichkeit, durch den biologisch-dynamischen oder organisch-biologischen Landbau eine neue Hoffnung zu bekommen und eine neue Überlebenschance zu bekommen.
Denn durch die kleinen und mittleren Betriebe kann der biologisch-dynamische Landbau am besten ausgeführt werden. Seitdem ich hier auf meinem Hof biologisch-dynamischen Landbau betreibe, eine gute Fruchtfolge mache und die Präparate verwende, habe ich eine viel stärkere Durchwurzelung des Bodens, eine viel stärkere Belebung des Bodens, vor allem mit Regenwürmern und mit verschiedenen Bodenlebewesen, die den Boden lockern. Das kann ich am besten im Herbst bei der Pflugarbeit verspüren. Ich kann heute mit dem Pflug um einen Gang schneller fahren als früher. Diese verbesserte Fruchtfolge hat auch zu einer Verbesserung des Humusgehaltes im Boden geführt. Ich habe die landwirtschaftliche Fachschule in Hollabrunn absolviert und habe gesehen, dass mit einer guten Fruchtfolge mehr erreicht werden kann, mehr für die Bodengesundheit getan werden kann, als mit viel Kunstdünger, Insektizide und Pestizide. Im biologisch-dynamischen Landbau wird der Luftstickstoff über die Leguminosen wie Klee oder Erbse zu Bodenstickstoff umgewandelt. Hier hat man eine natürliche Düngung. Die Wurzelmasse und die Knöllchenbakterien liefern für kommendes Jahr die entsprechenden Nährstoffe. Und wie man hier sehen kann, gelingt das auch im Trockengebiet. In den ersten Umstellungsjahren hatte ich keine so intensive Fruchtfolge, sondern baute den Klee in das Getreide hinein und machte eine Kleeuntersaat mit Zwischenfruchtanbau. Nachdem aber hier beim Trockengebiet die Untersaaten nicht jedes Jahr gelingen, habe ich mich entschlossen, den Klee und die Kichererbse als Hauptkultur anzubauen, damit die Sicherheit größer ist und es nachher zu keinen so großen Ertragsdepressionen kommt. Die Unkrautbekämpfung im biologisch-dynamischen Landbau erfolgt in erster Linie durch Fruchtfolgemaßnahmen, wie vorher schon erwähnt, und zweitens durch mechanische und händische Bearbeitung. Wir haben hier auf diesem Feld, wo Erbse und Gerste angebaut ist, die Distel händisch ausgestochen und müssen bei den Hackfrüchten wie Kartoffel, rote Rübe oder Sonnenblume mechanisch mit dem Hackgerät und händisch mit der kleinen Hacke durchgehen und die Unkräuter ausjäten. Dadurch ergibt sich im biologischen Landbau um ungefähr 50% Mehrarbeit. Diese Mehrarbeit ist deswegen oder in erster Linie durchführbar, weil der biologisch-dynamische Landbau vorwiegend von kleineren und mittleren Bauern gemacht wird. Der Arbeitskraftbesatz auf unserem Hof, ich bin Vollarbeitskraft, meine Gattin ist Vollarbeitskraft, meine Mutter hilft fallweise aus und hilft uns im Haushalt, dann haben wir außerdem noch einige Hilfskräfte, die fallweise bei den Arbeitsspitzen eingesetzt werden. Im Sommer sind meine Söhne zu Hause. Wir haben 4 Kinder, davon 3 Söhne und eine Tochter. Die Söhne studieren
und haben in den Ferien, wo die Hochsaison im Getreideanbau ist, etwas Zeit und können hier mithelfen. Im biologisch-dynamischen Landbau ist es eine Forderung Nummer 1, eine gute Fruchtfolge zu machen. Ich habe hier als erstes Glied in der Fruchtfolge einen Rotklee, der beim ersten Mal zum Heu geschnitten wird und zum zweiten Mal zum Samen abgereift wird. Nach dem Klee kommt Winterweizen und hier ist es besonders wichtig, eine Weizensorte zu suchen und anzubauen, welche ein gutes Wurzelsystem und eine entsprechend hohe Strohmenge bringt, damit das Unkraut entsprechend unterdrückt wird. Denn im biologisch-dynamischen Landbau werden keine Pestizide, keine Insektizide und keine Fungizide und keine Herbizide verwendet. Daher muss man die Unkrautbekämpfung mechanisch und händisch durchführen. Nach dem Winterweizen folgt der Roggen. Dieser ist wiederum eine sehr gute Kampfpflanze gegen das Unkraut. Der Roggen ist das wichtigste Brotgetreide, welches wir in Mitteleuropa haben. Der Roggen wird auch gerne im biologisch-dynamischen Landbau angebaut, weil er die Unkräuter sehr stark unterdrückt. Im vorigen Herbst war es sehr trocken, dadurch ging der Roggen erst im zeitigen Frühjahr auf und daher ist die Bestockung heuer geringer als üblicherweise. Durch die Spritzung des Kieselpräparates war die Entwicklung der Ähre heuer ganz hervorragend. Hier sehen Sie, wie gut die Körnerausbildung ist. Und ich hoffe, dass die Ernte in ungefähr 14 Tagen vor sich gehen kann. Der Roggen gehört entsprechend mit Sauerteig verarbeitet, dann ist er für den menschlichen Genuss am besten geeignet. Wir lassen auch Roggenflocken erzeugen, diese kann man zum Müsli beigeben. Hier steht der Roggen nach Winterweizen. Und hier wurde Klee eingesät und dieser Klee bleibt für nächstes Jahr als Hauptfrucht stehen. Dadurch ist eine richtige Mischkultur gegeben und die Unkräuter werden ständig unterdrückt. Zwischendurch muss man aber durchgehen und die schnell wachsende Distel händisch entfernen. Nach dem Roggen folgt Kartoffel, rote Rübe oder Sonnenblume. Diese verbessert den Boden und man kann hinterher wieder Getreide bauen. Wir haben hier die Kartoffel an Wurzeltagen angebaut. Die Kartoffeln wurden zum dritten Mal aus eigener Nachzucht angebaut. Die Kartoffeln sind vollkommen gesund. Es gibt keine Phytophthora und es gibt keinen Schorf an den Kartoffeln. Es ist nur schade, dass diese Sorte nicht mehr in Österreich weitergezüchtet wird, denn diese Sorte ist eine Allround-Sorte und ist zum Salat geeignet, ist für den Kartoffel
Sterz geeignet für die Kartoffelknödel und fürs Püree. Die Kartoffelkäfer, die heuer stärker vorhanden sind als sonst, werden mit einem Granitstaub bekämpft. Morgens wird am Tau das feine Gesteinsmehl ausgestreut, die Kartoffellarven fressen weiter und beißen sich dabei die Zähne aus. Dies ist für uns die einfache und biologische Bekämpfung der Kartoffelkäfer. Im Hintergrund sehen Sie meine Familie bei der Unkrautbekämpfung in den Kartoffeln. Diese wurden vorher mit dem Hackgerät 4 bis 5 Mal angehäufelt und jetzt muss man die restlichen Unkräuter händisch ausreißen. Hier sind noch vorhanden der Ackersenf und die Distel. Reißt man die nicht aus, hat man nächstes Jahr wieder verstärkt den Samen von diesen Unkräutern und man hat Schwierigkeiten bei der kommenden Fruchtfolge. Wir hatten im heurigen Frühjahr große Probleme beim Anbau der roten Rüben. Sie sehen hier große Fehlstellen. Diese waren dadurch bedingt, dass es im März, April und bis 25. Mai bei uns keinen Regen gab. Dies war an sich für den Aufgang der roten Rüben ein großer Nachteil, denn diese werden mit einem Samen abgelegt und dadurch, dass der Samen nicht in das feuchte Erdreich kam, gab es sehr viele Fehlstellen, wie man hier sehen kann. Wiederum ist der fehlende Regen für uns ein Segen gewesen, weil durch die Katastrophe von Tschernobyl Ende April kam die Wolke nicht zu uns und dadurch hatten wir fast normale Werte gegenüber den Gebieten, wo es in Österreich geregnet hat. Außerdem haben wir bei den roten Rüben sehr geringe Nitratwerte. Diese sind besonders wichtig bei der Ernährung der Kleinkinder, denn bekanntlich speichert sich das Nitrat im Körper und wird zu Nitrosaminen, zu Nitrit und Nitrosaminen umgebaut, welche dann Krebs auslösen können. Dadurch, dass im pannonischen Klimaraum sehr wenig Regen fällt, nimmt die rote Rübe wenig Nitrat auf und ist deswegen bestens für die Ernährung des Menschen geeignet. Die Sonnenblume wird auf unserem Hof zum zweiten Mal angebaut und ist für uns eine neue Pflanze. Vom Vorjahr weiß ich, dass die Sonnenblume sehr viel Wasser verbraucht und dadurch für die nachfolgende Früchte eine Beeinträchtigung im Wachstum bringt. Daher ist es notwendig, dass man nach der Sonnenblume Erbse anbaut, damit diese wieder die Bodenverbesserung und den Wasserhaushalt reguliert. Die Sonnenblumenkerne können geschält werden oder zu Öl verpresst werden. Bekanntlich ist ja das Sonnenblumenöl ziemlich das beste Speiseöl, das man sich für die menschliche Ernährung erzeugen kann. Und daher ist ja dieses Öl aufgrund der hohen Linolsäure sehr wertvoll.
nach der Sonnenblume und nach den roten Rüben wird hier auf diesem Standort Gerste mit Erbse angebaut. Hier ist empfehlenswert 250 Kilogramm Kichererbse und 30 bis 50 Kilogramm je Hektar Gerste anzubauen. Durch diese Mischkultur entsteht ein guter Boden durch die Erbse. Die Gerste hat die Eigenschaft, dass sie die freien Flächen abdeckt und dadurch kann man das Unkraut sehr gut unterdrücken. Wenn man hier den Acker besichtigt, sieht man, dass das Unkraut in den Griff zu bekommen ist. Hier haben wir Kichererbse mit Gerste. Besonders die Erbse eignet sich für jene Konsumenten, die weniger Fleisch essen wollen und dafür ein pflanzliches Eiweiß konsumieren wollen. Die Erbse soll gekocht werden. Mir zum Beispiel schmeckt sie am besten, wenn man sie mit Butter röstet und dazu Grünzeug wie Petersilie oder Schnittlauch drauf gibt und dazu ein Butterbrot genießt. Die Erbse wurde gemeinsam mit Gerste gebaut. Die Gerste hat sehr viel Kiesel, wird vorwiegend zu Flocken verarbeitet und kann alleine oder im Müsli konsumiert werden. Dieser Winterweizen steht nach Rotklee. Hier habe ich zwei Sorten angebaut. Links den Extrem, der wesentlich höher ist als die Sorte Perlo. Der Extrem bestockt sich viel stärker und lässt dadurch kein Glättenlabkraut durchkommen. Die Sorte Perlo ist um ca. 10 bis 15 cm niederer, hat eine schlechtere Bestockung, dadurch kommt sehr viel Glättenlabkraut durch und dadurch vermehrt sich das Unkraut unnötig. Daher ist es im biologischen Landbau ganz von entscheidender Bedeutung, dass man die richtige Sorte auswählt. Wir haben hier im pannonischen Klimaraum die Qualitätsweizen, Anbaugebiete und dadurch ist besonders die Sorte Extrem eine der besten Qualitätssorten überhaupt. Extrem hat die höchsten Feuchtklimawerte, die es im mitteleuropäischen Raum gibt. Der Kleber ist besonders für die Broterzeugung geeignet und man macht eben ein Roggenmischbrot, wo ein gewisser Weizenanteil notwendig ist. Bei der Weizenernte ist es wichtig, dass zur Trockenzeit geerntet wird, damit sich der Kleber vom Getreidekorn nicht auswascht. Wir befinden uns hier auf einem Feld mit Durumweizen. Der Durumweizen wird im zeitigen Frühjahr angebaut, ist ein Sommerweizen und ist besonders für die Teigwarenerzeugung geeignet. Der Durum wird in der Fruchtfolge nach Roggen angebaut. Hier ist besonders wichtig, dass man beim Durum einen Klee einbaut und vor allem ist hier der schnell wachsende Rotklee notwendig, weil der Durum ist durch die Züchtung von dieser Höhe
auf diese Höhe reduziert worden. Dadurch kommt viel Sonne hinein und dadurch kann es passieren, dass die Unkräuter, besonders der Ackersenf, der sehr schnell wachsend ist, durchkommt und das ganze Feld gelb ist. Vor 2 Jahren hatte ich nur Weißklee eingebaut. Dieser bedeckt den Boden sehr langsam, dadurch kam sehr viel Ackersenf durch und der ganze Acker war gelb wie ein Rapsfeld. Dadurch kam es dann zu ganz gewaltigen Ertragseinbrüchen. Der Ertrag von damals war nur pro Hektar 2000 Kilogramm. Das hat mich daraufhin angeregt, sofort beim Anbau einen Rotklee einzusehen, damit die Unkrautbekämpfung gelingt. Und wie man hier sehen kann, ist der Hederich oder der Ackersenf verhindert worden, aber durch den lockeren Bestand kommt der Flughafer durch. Und dieser Flughafer kann für die nächstfolgende Getreidepflanze wieder Problem werden, denn der Flughafer ist früher reif als das Getreide und daher ist die Bekämpfung des Flughafers vor allem nur im Roggen möglich. Auf diesem Feld wurde das gesamte Roggenstroh eingearbeitet und durch die gute Bodenaktivität konnte der Acker das Roggenstroh sehr gut verarbeiten und der heurige Bestand des Durums gibt mir recht, dass ich das Roggenstroh eingearbeitet habe. Die Ernte wird am Hof gelagert. Das Getreide muss in Silos belüftet werden, damit die Keimfähigkeit und das Getreide gesund erhalten wird und vom Schädlingen nicht angefressen wird. Die Kartoffel und die roten Rüben werden auch zu Hause gelagert. Die Kartoffeln werden in Kisten im Keller gelagert, die roten Rüben werden in Mieten gelagert und werden über Winter mit Stroh und Erde abgedeckt, sodass sie bis zum Mai haltbar sind. Im biologisch-dynamischen Landbau muss über eine entsprechende Kalkulation der Abhofpreis beziehungsweise der Großhandelspreis ermittelt werden. Dadurch ist es auch für kleine und mittlere Betriebe möglich, auch eine entsprechende Kalkulation zu erstellen und ein entsprechendes familiengerechtes Einkommen zu erzielen. Die Bearbeitung der Felder erfolgt nach der Ernte mit einem Gruber. Dort werden die Stoppel bearbeitet und das Stroh oder die Erntereste gleichmäßig eingemischt. Um die gefürchtete Distel zu bekämpfen, ist es notwendig, dass man die Herbstbearbeitung auf die Distelbekämpfung abstellt. Nachdem es hier auf unserem Hof sehr trocken ist, kann man mit dem Gruber und anschließend mit dem Pflug die tiefwurzelnde Distel sehr gut bekämpfen. Die Distel trocknen aus und kann dadurch nächstes Jahr vermindert werden. Die Bodenbearbeitung erfolgt nach dem Pflug mit einer Saatbeetkombination und vor der
vor dem Anbau der nächsten Ernte wird mit dem Präparat 500, mit dem Hornmistpräparat gespritzt, sodass die Verrottung und die Verbesserung des Bodens durch das Hornmistpräparat gegeben ist. 500 wird konsequent vor dem Anbau gegeben, das sogenannte Hornmistpräparat, und Hornkiesel wird ab dem Zweiblattstadium in Abständen von 9 Tagen bei den Fruchttagen gespritzt. Ich habe voriges Jahr bei den Kartoffeln einen Versuch gemacht mit dem Kieselpräparat und musste feststellen, dass voriges Jahr die Wirkung des Präparates besonders deutlich zu sehen war. Voriges Jahr im Frühjahr war es sehr kühl und regnerisch. Dadurch bewirkte der Kiesel eine verstärkte Einstrahlung der Sonne und dadurch gab es ein stärkeres Wachstum der Kartoffelpflanze. Die wurden circa um 10 cm höher als die anderen. Bei der Ernte war die gespritzte Fläche mit dem Kiesel noch immer deutlich sichtbar. Durch die längere Entwicklung der Pflanze konnte weniger Sonne hinein und dadurch gab es weniger Unkraut. Wo nicht gespritzt war, war es deutlich sichtbar, dass zur Ernte der Unkrautbewuchs viel stärker war als bei der gespritzten. Auch bei der Ernte war das deutlich sichtbar. Ich hatte mir die Kartoffeln vom Maschinenring herausnehmen lassen und der Fahrer des Maschinenringes, den hatte ich anschließend gefragt, ob er einen Unterschied gesehen hat, und dieser hatte ohne zu überlegen gesagt, dass auf den gespritzten Flächen die Kartoffeln schöner waren und mehr Ertrag gebracht hatten. Die Qualität der Kartoffel war hervorragend. Die Kartoffeln sind im Lager sehr wenig gewachsen. Es war überraschend, dass man noch im Anfang Juli Kartoffeln aus der alten Ernte essen konnte, wie wenn das heurige gewesen wären. So gut war die Qualität. Wir haben auch durch diese Maßnahmen, die ich jetzt angeführt habe, eine Untersuchung durchgeführt und haben den Humus von meinem Boden und den Humus eines konventionellen Betriebes kontrolliert und geprüft. Bei mir war der Humus 4%, beim konventionellen Betrieb war der Humus 3%. Das heißt, die Untersuchungen, die ich vorher gemacht habe, aus dem Jahre 1972, ergaben, dass auch bei mir der Humus nur 3% betragen hat. Das sind an sich für unsere Verhältnisse gute Humuswerte. Der Anstieg von 3 auf 4% heißt so viel wie eine 30%ige Steigerung des Humusgehaltes. Und durch die Steigerung des Humusgehaltes, der organischen Masse, hat sich auch der Regenwurmbesatz und die anderen Bodenlebewesen derart verstärkt, dass ich heute auch bei uns im Trockengebiet eine Strohdüngung durchführen kann. Auf unserem Hof verwenden wir die zwei Präparate, und zwar das Hornmistpräparat, das 500er. Das 500er wird am Abend gerührt und am Abend ausgespritzt. Hier habe ich das Hornkieselpräparat, das 501. Hier wird je Hektar ein halber Teelöffel, ca. 4 bis 5 Gramm, auf 50 Liter Wasser eingerührt und das wird eine Stunde lang
gerührt. Durch das Rühren entsteht eine Dynamisierung. Und diese Dynamisierung bewirkt eine verstärkte Sonneneinstrahlung und daher eine verbesserte Wachstumsregulation. Nach einer Stunde Rühren wird das Kornkittelpräparat am frühen Morgen ausgespritzt und wird mit einer 10 Meter breiten Spritze, wo 4 Düsen angebracht sind, ausgebracht. Der österreichische Demeterbund kontrolliert jeden Betrieb, der biologisch dynamisch arbeitet. Der Berater kommt im Frühjahr oder vor der Ernte, schaut sich den Bestand des Getreides an. Wenn hier zum Beispiel Getreide ohne Untersaat ist und keine Unkräuter vorhanden sind, muss man annehmen, dass mit chemischen Mitteln gespritzt wird. Wenn hier zum Beispiel biologisch dynamisch gearbeitet wird, gibt es eine gewisse Unkrautflora, die ist natürlich und behindert das Getreide nicht. Aufgrund der Kodexrichtlinien, die seit voriges Jahr vom Gesundheitsministerium verabschiedet worden sind, kann jetzt genau definiert werden, wie ein biologisches Produkt erzeugt wird und wie es am Markt gekennzeichnet sein muss. Hier ist es möglich, dass man das Produkt nach Demeter kennzeichnet und so sieht der Konsument, wie hier auf dem Hof gearbeitet wird und wer es kontrolliert. Ich habe seit meiner Umstellungsphase seit 1977 die biologisch-dynamischen Präparate vom österreichischen Demeterbund erhalten. Ich habe die Kompostpräparate verwendet und zwar habe ich bis zum Jahre 1983 Schweine gefüttert, habe Schweinemist kompostiert und diesen Schweinemist mit den Kompostpräparaten angereichert, sodass die Verrottung verbessert wurde. Seitdem aber die Konkurrenz der Massentierhaltung so stark war, konnte ich den Schweinezuchtbetrieb und Schweinemastbetrieb nicht mehr aufrechterhalten und ich habe mein Stroh nach Hollabrunn zur Pferderange gebracht und habe dort einen Pferdemist zurückbekommen, den ich ein Jahr lang kompostiert und präpariert habe, sodass hier eine komplette Umwandlung des gesamten Strohs auf Mistbasis erfolgt ist. Jetzt stelle ich Kalbinnen ein und habe dann eine gute Grundlage für einen Kuhmist und möchte aus dieser Anfangsphase der Rinderherde eine
größere entwickeln, sodass ich mein gesamtes Stroh über den Rindermagen und über den Rindermist verwerten kann. Zum Hofgeschehen gehört auch die Vermarktung. Es ist eine ganz wichtige Angelegenheit, dass aus dem biologisch-dynamischen Hof der Konsument die Möglichkeit hat, hundertprozentig ehrliche Produkte zu erhalten. Dazu bieten wir dem Konsumenten die Möglichkeit, ab Hof alle erzeugten Produkte zu kaufen. Wir bieten in erster Linie Getreide, das ist Weizen, Roggen, wir bieten Durum, Teigwaren, wir bieten Sonnenblumenöl und Gemüsesalate. Die Konsumenten kommen sehr gerne auf unseren Betrieb, sehen hier, wie gearbeitet wird und kaufen preisgünstig für ihre Familien ein. Der eine große Familie hat, bevorzugt den Abhofverkauf. Der nicht so viel Ware auf einmal benötigt, geht ins Fachgeschäft oder geht in die Fachabteilung eines Kaufhauses und kauft dort. Wir haben uns auch zu einer Verkaufsgemeinschaft der ÖBiogen zusammengeschlossen und versuchen auf gemeinsamer Basis den Konsumenten unverfälschte Produkte zu verkaufen. Ich möchte vielleicht abschließend noch sagen, dass ich vor 21 Jahren diesen landwirtschaftlichen Betrieb von meinen Eltern übernommen habe. Mein Anliegen ist, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu haben, der einen gesunden Boden hat, daraus eine gesunde Ernährung wächst und für Konsumenten und für die Familie gesunde Lebensmittel erzeugt. Mein Anliegen ist es auch, den landwirtschaftlichen Betrieb an meinem Sohn bzw. an meine Kinder zu übergeben, damit diese auch in Zukunft einen gut entwickelten und gesunden Betrieb übernehmen und weitergeben können.